Okay, nehmen wir das Auto. Wo ist das zweite? Oder nee, warte mal, wir gehen da runter, dann nehmen wir nämlich das andere Auto. So, dann verpacken wir schnell die Waffenkisten hier. Na, lass mich. Auf der anderen Seite. Ziemlich viele Untote jetzt hier plötzlich am Start. So, die können mich alle mal. Ich fahr weg. So, zack. Und rin zum Dorf am Fluss. Ah, ich muss wenden. Ah, ihr macht mich fertig, Alter. Ihr macht mich fertig. Na gut. Eine meiner leichtesten Übung. Auf geht's. Ich weiß doch gar nicht, habe ich... Nein. Kannst du schreien, wie du willst? Ist mir egal. Alter, ich sehe die Straße ja noch nicht mal mehr. Boah. Okay, was haben wir hier? Ein Wohnwagen. Wollen wir... Komm, wir schauen uns mal ganz kurz den Wohnwagen an. So, ich nehme mal ganz kurz mal ein Medikit. Man weiß ja nie. So, vielleicht finden wir hier vorne irgendwas Schönes in den Wohnwagen. Da hinten sind auf jeden Fall Untote. Maybe there's something useful. Kommen wir hier rein? Oh shit. Julio! Na. Oder anfassen, halt gesagt. So, man ist tatsächlich leider noch sehr, sehr langsam mit diesem Finisher-Tritt. Aber wir könnten uns ja tatsächlich durch den Perk ein bisschen aufpimpen diesbezüglich. Dass wir ununterbrochen diesen Move machen können. Das wäre ganz gut. Komme ich von oben irgendwie in den Wagen rein? Soll da drin stehen welche? Ich weiß nicht, wann die loslaufen. Schön ins Lagerfeuer rein laufen. Okay, oben ist kein Fenster, durch das wir reinkommen. Das ist schade. Also hat sich das auch mit dem Wohnwagen jetzt hier, glaube ich, gerade erledigt. Kommt er? Nee. Dann nicht. Dann nicht, liebe Freunde. So, dann ab zum Auto und wir bringen die Waffenkisten zu Matotero. Meter. Ich glaube jetzt mit dem Auto nicht so das große Problem. Allerdings in... What? Wer seid ihr? It's a trap. Voller Überfall hier, Alter. Die Penner. So, okay. 100 Meter noch. Schön hier. Ah, und ich glaube, wir sind schon im Dorf. Jawohl, wir sind schon da. So, okay. Reicht euch das, wenn ich euch das hier hinstelle, oder? Nein, ihr wollt es natürlich noch reingebracht bekommen. War natürlich klar. Gerne, ich lade euch das auch noch ab. Schnell die Ladung löschen. So. So, Matotero. Your business. You goddamn did it. You did what you said. I did it. I hold up my end of the bargain too then. So, oh, zügelt automatische Gewehr. Da sag, schmeiß es nicht weg, sondern ich nehme es. Warte mal, dazu schnell mal ins Menü nochmal. Ich bin voll. Bratpfanne, Schaufel. Weg. Gibt es eigentlich irgendwo was, wo was verkaufen kann? Ein Händler? So, Matotero, was ist dein nächster Job? I'll take you to Moen, but it won't be easy. To reach him, we need a boat, and the only boat we had was stolen by that bastard Afran. Okay, also Afran wird wirklich ein Problem hier. Den werden wir hier mal ganz schnell irgendwann ausschalten. You think you can do it? I can do it. Oh. Yes. Volle Punktzahl hier. Great. There is only one village in the Crocodile Valley that has access to the river. Access. So my guess is that's where you'll find Afran.
I doubt he would get rid of the boot. Get going. Take some equipment from our storeroom. It will help you get that motherfucker, Afra. Motherfucker. Okay. So, Jin, ich würde dir sehr gerne mal die Schaufel geben. Und die Bratpfanne. So, wie sieht's denn hiermit aus? 430. Wofür baut ist sie auch besser als die Eigenbaumachete? Okay, die Zufälle, die wird wahrscheinlich nicht mehr so gut sein. Ich würde es gerne irgendwo verkaufen. Okay, das Zügige, das wird auf jeden Fall besser. So, damit gehe ich mal ganz kurz hier an die Werkbank. Afrans Boy. So, upgraden bitte. Und zwar das hier. Weil lieber ein bisschen Cash in die Waffen investiert. Und anstatt wartet jetzt bei irgendeinem Unsinn den Tod irgendwie verlieren. Ja, schade, wir können leider keine Modifizierung damit machen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Waffe ziemlich gut sein wird. 4740, Alter, na, ich bitte dich. Ausrüsten, und zwar hier gegen, bitte. Okay, wir haben ein neues Gewehr. Kurzer Informo, das alte war 3,4, das neue hat 4,7. Das ist mal ein Unterschied. Das ist mal ein Unterschied, Freunde. So, did you take care of your business? Ja, würde ich. Aber ich würde gerne irgendwo hier mal etwas verkaufen wollen. Hier ist nochmal ein Spaten. Mittleres Minikit nehme ich auch. Und hier überall Spaten. So. Okay, gut. Wir schauen mal ganz kurz unsere Fähigkeiten an. Das letzte Ding wäre hier erzeugte Wut. Damit hätten wir nachher den großen Perk von Wut freigeschaltet. Auch cool. Aber was heißt, das machen wir. Das machen wir mal. Blutrausch hält länger und ist zerstörerischer. Ah, oh, perfekt. Das werden wir als allernächstes freischalten. Damit sind wir dann tatsächlich ziemlich gut unterwegs. So, ich habe mal Todeswunsch aktiviert. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Und zwar bei Vargas. Wir müssen Vargas töten. Oh Gott, Vargas ist ja am Arsch der Welt, Alter. Okay. Oh, hier können wir die Werkbank. Okay, ich finde das Versteck der Russen im Dschungel und besorge dieses Satellitentelefon. Das können wir auch nochmal machen. Das werden wir mal als allererstes machen, glaube ich. Okay, wir marschieren mal los. Wir gehen einfach mal rein in den Dschungel. Let's do it. Und wir sind am Bunker angekommen. Alter, also wir mussten einen riesengroßen Umweg gerade laufen. Okay, das habe ich euch jetzt mal gespart. Shit, und wir haben keine Wut mehr. Okay, schauen wir mal, wie es oben läuft. Nicht schlecht eigentlich, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das haben wir gut gemacht. Okay, ich repariere mal ganz schnell meine Katana. Das ist runter. Okay. So, wo sind die Russen? Schauen wir mal hier oben nach. Vielleicht finden wir hier oben ein paar Leute. Hallo? Boris? Oh, Vertikalklingen. Klingt gut. So, Nahrungsmittel, wunderbar. Energy Drinks. Braucht man eine Nahrungsmittelkonserve. Hier vorne haben wir noch eine Kiste. Universalaxt. Nein, danke. Okay, was gibt's noch? Oh, Nikolais Männer. Funken wir mal an. Easy, Drusha. We're coming to you. The whole island is surrounded by Navy ships. We'll try to go around them. Alles klar. Schön. Eine Stimme aus dem Himmel. So, dann werden wir uns mal um Vargas kümmern. 252 Meter entfernt. Wir werden deren Rache nehmen. Ah, für Katras Frau. Okay, gut. Wir haben Kontakt. Wir haben Kontakt. Wir haben Kontakt. So, wahrscheinlich entweder Vargas Männer. Also bestimmt Vargas Männer. Like that.
Wie fandst du denn das? Okay, wie viel sind es denn von denen? Okay, wieso treffe ich dich nicht? Achso, oh, ist einer von uns! Sehr schön, alles klar, Kumpel, ja, das ist du, kämpf gerne. Jederzeit bei. Oh, was ist denn das Schönet, Alter? Was ist denn das Schönet? Was siehst du mir auf dem Pin? Mann, ich loote hier, siehst du das nicht, Alter? Überlebender. I mean, if you hadn't shown up, I think I'm okay for now. 3400. Also der Cash kommt gut jetzt gerade hier. Das ist nicht schlecht. Oh, ich geh mal weg. Oh, ja, komm, wir sollten mal uns verpissen hier von den Scheiß. Gasflaschen. 61, auch nicht schlecht. So, schnell. Auch so ein Nachladen haben wir. Träget Einzelschuss, ihr werdet. Würde ich jetzt ganz kurz mal ausprobieren wollen, weil mich tatsächlich sehr interessiert, wie das so abgeht. Wir hatten schon mal eins gefunden. Aber das war jetzt nicht so mega geil. So, das ist das Einzelschussgewehr. Tja, weiß ich nicht, ist das jetzt halt geil? Wir machen es mal so, wir nehmen es einfach mal mit. So, zack. Wir testen es einfach mal. So, okay, wir sind noch 50 Meter entfernt von dem Dorf. Wo Vargas sein soll. Oh, okay, alles klar. Warte mal, da vorne sieht ja schon jemanden. Ey, ein Schalldämpfer wäre wirklich der Hammer. So, jetzt lass uns testen, wie es abgeht. Haut natürlich nicht so ab, irgendwie. Verreißt halt nicht so. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Okay, vielleicht können wir uns halt wirklich gut reinarbeiten. Also sneaky-mäßig. Ohne jetzt groß aufzufallen, aber ich denke, jetzt wird es gleich abgehen hier. Irgendwie. Sobald die halt merken, dass der erste tot ist, rasten die doch immer aus. Wie ich schon sagte, die rasten dann immer so schnell aus. Völlig unverständlich, wieso eigentlich? Ich finde schon ziemlich cool, macht schon ein bisschen Spaß mit dem Ding. Klar ist halt so ein Schnellfeuergewehr immer ein bisschen geiler. Wenn du halt wirklich mal irgendwie so unter Druck gerätst, aber wenn du das mal so ein bisschen präziser machen willst. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie nur ansatzweise präziser wäre, aber finde ich so ein Einzelschussgewehr schon ein bisschen cooler. Okay, die sind da oben drauf. Da oben liegt auch noch irgendwie eine Gas- oder beziehungsweise ein Benzinfass. Leider nicht nah genug dran gewesen. Schade. Okay, die sind überall hier, Alter. Überall. So, schalten wir erstmal den hier oben aus. Okay. Ach, dann. Würde ich hier gerne ausbauen. Damit es so ein bisschen so sein volles Potenzial entfaltet. Na los, zeig dich. So ein bisschen wie The Division jetzt hier, so Deckungsshooter-Style. Okay.
Hoffe, ich schaffe es. Nein! Schnell heilen, schnell heilen. Sehr gut. Scheinbar sind hier auch eine Menge drin. Monster! Monster. Zur falschen Seite entdeckt, mein Freund. Der hockt doch dahinter, oder? Nee, ist nur ein Knauf. Okay, gut, wir nehmen mal die Pistole. Ist wahrscheinlich ein bisschen besser hier. Der kurze Distanz. Okay, cool. Haben wir. So, das war wahrscheinlich Vargas. Das Schwein. Streikholm ist mir egal, brauche ich nicht. Ist alles so Sachen für Sam B? Kann irgendwie so viel mal mit anfangen. Kraftloser ist jetzt nicht so gut irgendwie. Also, was heißt nicht so gut? Ist halt nicht so stark. Ich würde es liegen lassen. Man könnte das alles immer auch noch verkaufen, etc. Und pipapo. So, warte mal. Nee, schwächer. Schwächer. So, der Mülleimer muss natürlich geblutet werden, ist klar. Gar keine Frage ohne. Lay macht einen Mülleimer hier in Hause hier. So, reparieren. Okay. Wir upgraden jetzt erstmal das Einzelschussgewehr. So, und liegen damit bei 4300. Das ist fast auf gleicher Höhe wie das andere Gewehr. Das automatische. Können wir es noch modifizieren mit irgendwas? Nein, leider nicht. Schade. Ja, das ist schon schade, ne? Man kriegt schon eine Menge Kohle dafür. Aber das sind alles so Slots, die mir jetzt einfach... die ich nicht habe. Die fehlen mir. Moment mal. Finden wir hier noch irgendetwas? Oh, hier, Funkgerät. Yes, Colonel. All access to the island has been severed. Ships are deployed around the entire perimeter. A bloody minnow couldn't slip through. There haven't been any problems apart from one minor incident. A fishing boat tried to get through to the island. I already dispatched a patrol after it. Yes, sir. Affirmative. No witnesses. Okay. Ja, wir sind tatsächlich, wir sind ja immunisiert anscheinend gegen diese Seuche. Ne? Wir hatten jetzt mehrmals Kontakt irgendwie mit den ganzen Leuten, also mit den Zombies, und sind halt selber nicht mutiert. Also es ist schon klar, dass die natürlich Interesse an uns haben. Die Frage ist jetzt nur, ob sie uns einfach über den Haufen ballern. Ob sie uns schlicht und ergreifend einfach über den Haufen ballern, sobald sie uns sehen. Lass uns mal merken, sobald wir halt eine Waffe sehen, die quasi die 1000 überschreitet, irgendwie, ich glaube, dann sollten wir zuschlagen mal wieder. Oh, hier haben wir zum Beispiel eine. Na? Und die tauschen wir gegen eine schöne verformte. Und die bauen wir uns aus. Die bauen wir uns aus. Krasse Scheiße, ich hab nicht genug Cash. Ich hab nicht genug Cash. Oh no. Okay, das ist bitter. Das ist bitter. Dann machen wir es mal anders. Oh, joi. Ich glaube, dann würde ich doch ein paar Sachen hier mitnehmen. Und die dann verkaufen. Voraussetzt, ich kann irgendwo was verkaufen. So, fallen lassen. Böse Messer fallen lassen. Okay. Für 1, 2. Nehme ich mit. So, sehr schön. Okay, alles klar. Gut, dann versuchen wir mal gleich mit einem Blick auf die Quests. Dann würde ich sagen, wir gehen zu Efrons Dorf. Ja, wie gesagt, jetzt hier ein Auto wäre halt der Hammer. 270 Meter. Da müssen wir jetzt erstmal ein bisschen wieder botten. Ja, dafür ist aber, muss man sagen, Gott sei Dank, die Landschaft sehr, sehr schön.
so Afans Dorf kann ich mir auch noch dran erinnern. Das war auf jeden Fall, das wird eine ganz schöne Ballerei werden irgendwie. Also wenn wir Glück haben, lassen die Leute auch ein bisschen Loot fallen irgendwie, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Ansonsten, wird's ein harter Häuserkampf. Zeig mal, wie das. Müssen wir uns nämlich Stück für Stück durchschießen. Okay. Was haben wir denn da vorne? Und ich glaube, wir haben jetzt schon den ersten Stützpunkt erreicht von ihm. Und Tote. Ich werde mich ganz kurz hier mal hochschleichen. Hier oben ist einer. Hoffentlich steht er nicht schon. Nein, er liegt Gott sei Dank noch. Mittleres Minikit. Sehr schön. Diesen Snack. Telefon. Wahnsinn, Alter. Ich bin schon wieder komplett blank. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Ach, hier unten ist er. Das Gute an der Sache ist natürlich, wenn ich jetzt sterbe, verliert halt auch nicht irgendwie großartig Cash, ne? Das hat auch alles seine Vor- und seine Vorteile, wenn man blank ist. Okay. 80 Meter. Wir sind am Outpost. Okay, wir haben Zombies. Direkt davor. Die können wir auf jeden Fall mit dem Messer töten. Okay, sie haben uns bemerkt. Ist down. Upsa, die kommen nicht immer alle auf einmal und dann geht das immer noch irgendwie. Dann kann man, wenn man einen kühlen Kopf behält, die Sache noch relativ gut unter Kontrolle haben. Okay. Sehr schön. Ah. Kommen wir noch ein bisschen zur Kohle. Riecht nach Apokalypse. Hm. Okay, wir gehen mal kurz hier oben rauf. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwo sogar noch irgendwie ein Schnellfeuergewehr haben oder so. Also halt ein Maschinengewehr, ein leichtes Maschinengewehr. Auf Stafette. Auf Lafette. Can't hurt the look. Müssen mal gucken, ob wir irgendwie einen guten Punkt kriegen. So, okay, wir gehen rein. So, es kann halt sein, wenn wir erst irgendwie eine gewisse Linie überschreiten, dass dann erst die Feinde kommen. Das ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich. Na komm, los. Das gibt's ja gar nicht. Müssen wir mal schauen, von welchen Seiten die mal kommen. Und, Schmugglerlager. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal hochklettern. Überhaupt über die Brüstung rüber zu kommen. Über die Mauer. Weil das Haupttor werden die uns jetzt nicht lassen. Jawohl, Freunde. Das wird Spaß machen. So, okay. Wo sind die anderen? Wo denn? Da. Demon! Sehr schön. Was haben wir denn hier vorne? Wo denn? Ach, jetzt ist der dahinter? Das blöd. Das ist aber doof. Ja, den treffe ich so natürlich nicht. Verstehen wir manchmal ja nicht. Du hast ihn ja direkt anvisiert, ne? Irgendwie, aber dennoch. Ist das so, als wenn du halt ja kennst, du warst. Wenn die Hitbox deaktiviert ist bei ihm.
So, lässt sich denn hier noch irgendjemand sehen? Also auf der Karte haben wir noch zwei Feinde, die markiert sind. Aber die lassen sich nicht aus der Reserve locken. Das ist schade. Für 1-3. Auch gut, ey. Aber ich glaube, ich bin... Mist. Krass, wo ist er denn? Die Wesen gerade. Ja, schnell wieder weg. Sehen die ihn noch irgendwo? Nee. Mist. Schade. Boah, hartnäckiger Typ, Alter. So, schnell mal reloaden. Okay, so. Was haben die Jungs bei? Baseballschläger. Ist mir egal. 816. Okay, das ist alles nix. So, was hast du dabei? 800er, das ist ja alles hier Pillepalle hier, du. Na, viel Spiel brauche ich hier nicht auf. Okay, haben wir hier vielleicht auch nochmal einen MG? Vielleicht erwischen wir damit noch ein paar andere? Nein. Hochkonzentriert hier. Hochkonzentriert. Ich dachte, ich hätte da jemand hier gesehen. Na, wo ist er? Wo ist er? Ach, das ist, ist ja kein rotes Fass, das ist eine Kiste, das ist ja ärgerlich. Scheiße. Ärgerlich, ärgerlich. Einzelschuss. Die sind aber auch alle echt hart bewaffnet hier, wa, die Jungs? Also... Ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt hier gerade irgendwie auf Leute mit Knüppeln stößt. Die wollen es voll wissen, die Penner. Wir rennen hier rein wie so ein Noob. Okay, weiter geht's. Ich würde mich jetzt tatsächlich mal hier so seitlich runter bewegen. Flankieren zum Boss. Nein, schon wird abgekriegt. So, finden wir Heilung. Das wäre gut. Jawohl. Energy Drink. Der bringt mich nach vorne. Was gibt's noch? Schräge Pistole, das ist mir alles wurscht. So, der Penner im Bus oder wo ist er? Hinterm Bus, Alter. Oh, hier steht da einer drin. Warum treffe ich den nicht? Hallo? Ah, das ist ja Shit. Okay, gut. Machen wir es anders. Sturmbar.